Blue Flag Games. Leute und herzlich willkommen zum Let's Play Zoo Tycoon 2, die Ultimate Collection, also mit allen 4 Erweiterungspacks. Das Spiel lag schon seit Ewigkeiten in meinem Schrank, also habe ich mir gedacht, ich sollte es mal Let's Play. Es ist eine gute Idee. Es ist also ein bisschen altes Spiel, glaube ich, keine Ahnung. Also mit den allen 4 Erweiterungspacks, die Ultimate Collection, African Adventure, ausgestorbene Tierarten, Marine Mania und Endangered Species. Wie man es hier auch immer ausspricht. Wir machen Herausforderungen. Also nach den ganzen Herausforderungen werden wir ein Let's Play mit einem... Also ein Let's Show mit einem Prime-Spiel machen. Also das ist eigentlich ein Let's Show. Kein Let's Play. Wir starten im Gebirge. Klassisch. Gebirge. Nee, will ich eigentlich auch nicht. Meeresboden so. Cool mit dem Feld. Buschland. Das ist der wahrscheinlich. Also so prächtig von der Grafik und so ist es eigentlich nicht. Anstatt so. Anstatt ist okay. Nicht von der Grafik, aber das Spiel ist ziemlich schön. Ich push uns ordentlich unser Geld, damit wir ein Million oder 100.000, keine Ahnung wie viel das immer ist, damit wir viel Geld haben. Dann machen wir halt so, Nordamerika. Ich mag das Spiel, hab's eigentlich nur sehr selten gespielt. Wildlife Park finde ich so, sowieso schon besser. Aber das ist ein sehr schönes Spiel. Also es ist sozusagen mal ein Oldie. Wie ich klein war, hatte ich es auf dem Nintendo. Jetzt ladet es ja auch ewig. Was ist denn los heute? Oh, ein Krokodil. Da sind wir auch schon. Da haben wir den Herausforderungsmann. Zoo Tycoon auszeigen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, aber ich will meine Herausforderung. Aber das sind die Auszeichnungen. Okay. Wir kommen im Herausforderungsmann. Das ist der Herausforderungsmann. Das ist nicht so weit. Der Verband zur Wiederansiedlung der Auerochsen sucht für einen seiner Ochsen ein gutes Zuhause. Sie halten das Tier als Geschenk. Der Verein möchte aber sicher sein, dass ihr Zoo geeignet ist. Wenn sie ihren Zoo als sichere und finanziell solide Einrichtung präsentieren, indem sie innerhalb der 2 Monate 1.500 Euro an Spenden für ausgestorbene Tiere einnehmen, halten sie den Ochsen. Schwierigkeitsgrad einfach. Ja, wir nehmen sie an. Okay, klar. Da würde ich, unser Zoo ist hier. Unser Zoo ist hier. Und da ist perfekt schon der Platz für die Gehege eingezeichnet. Cool. Hätte ich eigentlich nicht erwartet, aber ist ja klar.
Und wieso ich so aufgeregt bin, keine Ahnung. Ich mag das Spiel irgendwie. Ich finde es ganz nett. Okay, starten wir gleich mit dem Gehege, mit dem Zaun, mit dem Zaun. Bin ich mir nicht so sicher, aber okay. Ich mag so welche Spiele mit Zoos und so weiter. Wildlife Park finde ich wirklich besser. Könnte ich eigentlich auch Let's Play, aber ich dachte, das Spiel hatte ich einmal auf dem Nintendo, wie ich klein war. Und das war mein erstes Spiel, das ich je gekriegt habe. Und das war mein absolutes Lieblingsspiel. Und es ist eigentlich hier auch ziemlich cool. Ein Thompson-Gazelle. Nee, ich dachte, ein Pfau ist schöner. Das sind weibliche Tiere. Von denen gibt es vier. Ich sollte besser von denen etwas nachlesen. Ich weiß nicht. Vielleicht hilft das irgendwie. Keine Ahnung. Klasse Vögel. Evers. Ordnung Hühnervögel. Familie Wachteln, Rebhühner, Frankoline, Fasane. Waldhühner, Tutan. Gattung Pavo, Art Cristatus. Waldzone, okay. Okay, drei Mitglieder. Pfauenhennen, das wusste ich aber nicht. Aus diesem Spiel kann man richtig viel lernen, muss ich aber auch sagen. Okay, ich habe keine Lust zu lesen. Okay, drei Mitglieder. Mache ich bald zwei weibliche. Die männlichen sind aber schön. Dann zwei männliche. Wir können es uns ja alle auch leisten. Was essen Pfaue? Ich habe keine Ahnung, was die essen. Was willst du? Wie um zuvor den Platz. Wieso habt ihr alle wenig Platz? Da ist gar nicht wegen Platz. Da ist ganz viel Platz. Ich spring gleich. Ja, aber das steht nicht. Ach so, ja, ich weiß, wie man das herausfindet. Hier. Essen Gras. Ach so, sie brauchen Gras. Dann werden wir das halt in die Ecke stellen. So. Bananen essen die auch. Gut zu wissen. Okay. Futter noch mit Bären, Futter noch mit Gras. Ich glaube, Wasser hätten sie gut gebraucht. Nein, die brauchen nicht mehr Platz. Die tun nur so. Glaube ich. Und Bären sind auch ziemlich nette Sache. Okay, das schaut gar nicht. Beweg dich. Beweg dich. Okay, das ist weiblich. Ja. Wie nennen wir sie denn? Ich würde mal vorschlagen. Gabriella. Sie ist meine frühere beste Freundin. Und ich hatte ja auch Freunde. Pia. Das ist weiblich? Ja, Pia. Es wäre jetzt nicht schlau, den Namen meines Ex-Freundes reinzuschreiben. Dann halt Thomas. Und jetzt nicht Copyright und so, aber ich will diesen Namen halt geben. Fridolin. Fridolin. Ist das denn noch ein... Die haben genügend Platz. Laber nicht. Der hat genügend Geselligkeit. Schau. Oh, da kommt ein Kind. Marie Zimmermann. Muchaha. Nein, das mache ich nicht. Ja, das mache ich nicht. Sie wird sich hier. Okay. Etwas zum Essen. Okay. Noch ein Unterschlupf. Das können. Ich mag diese Option. Ein Nebel. Achso, das muss ich noch erforschen. Hier Unterstände. Bäume. Ich habe ihn Thomas genannt, nicht Thomas. Laber nicht. Fridolin? Thomas. Das habt ihr alle nicht gesehen. V1 habe ich noch nicht.
Pia. Oder heißt die schon Pia? Die heißt schon Pia. Gabriella wollte ich geben. Gabriella. Was ist das? Tinten. Nein, ich will ihn. Blabber nicht. Okay, ich bin ein bisschen hyperaktiv, aber das ist normal bei mir. Ich rede immer so schnell. Ist keine Angst, ich mache das immer. Was ist das? Ein Kelpbett? Achso, Wasser. Und das ist ein kleines. Labern. Ich will das bewegen. Darf ich das bewegen? Wieso kann ich das nicht bewegen? Ich will das bewegen. Hallo? Darf ich das bewegen? Nein? Ach so, ich dachte, das ist ein V. Ich glaube, die können da nicht rein, aber das ist nur für so Deko. Der Boden sieht ja auch nicht so schön aus. Nein, ich wollte nicht. Ich wollte nicht auf Spieloptionen. Die Erforschung, cool. Dann können wir ein Nebelgerät platzieren. Nein, wo war denn das? Wo war denn das? Ist das hammergeil? Cool. Die braucht gar nicht mehr. Oh, ein Eichhörnchen. Ein Eichhörnchen. Ich will das Eichhörnchen anklicken. Gering gefährdet. Ich will einen anderen Boden. Der sieht nicht schon schön aus. Waldboden. Pinselgröße. Ich will den Pinselgröße. Schöner Waldboden. Das ist eine schöne Atmosphäre, also laben nicht. Die brauchen nicht mehr Platz, verdammt doch mal. Sie haben genügend Platz, das sind ja nur Tiere. Hallo? Achso. Okay, ich denke, sie brauchen mehr Gefährten. Noch ein männlichen V. Und dann noch weibliche. Haben sie jetzt genügend Gefährten? Was wollt ihr? Okay, ich lasse die mal. Höchstens sterben sie dann. Und dann weiß ich, dass ich sie halt, dass ich ihnen mehr Platz geben muss. Was könnten wir denn noch platzieren? Steht da eigentlich, wie viel Platz die brauchen? Da bin ich mir nicht so sicher. Savanne. Aber... Naja, die brauchen ja eigentlich nicht so viel. Ja, aber brauchen die wirklich so viel Platz? Was für Platz? Klappe. Was für Platz denn, ey, schon wieder? Denen mache ich so ein riesengroßes, damit die mir dann nicht schon wieder so... Aber das muss gerade sein. Ja. So. So, damit die nicht labern. Fridolin braucht mehr Platz. Fick dich, Fridolin. Nee, nicht Wald. Nicht tropischer Regenwald, nicht Tundra, nicht Feuchtgebiet, nicht Gebirge, nicht Meeresboden, nicht borealer Wald, nicht Küsten, nicht Wüste, nicht Grasland, nicht Hose, nicht Rest, Savanne. Das ist eigentlich so typisch Savannenboden. Aber... Fick dich, V6. V6. Lol. Okay. V5. Männlich, also... Ha.
Ich denke gerade nach dem Namen. Ich gebe einen Namen der Besucher. Mary, das ist ein David. David. Okay, David. Zeig mir V6. Es ist ein Mädchen, ja? Annabelle. Oder einfach nur Anna. Es ist... Was probiert? Was macht der? Schläft. Schön. Die ärgern sich nur, weil sie nicht so viel Platz haben. Und haben sich halt Pech. Kann ich auch nichts dagegen tun. Gewässer, tiefes Gewässer, ja, flaches Gewässer. Aber nicht so cool. Eigentlich will ich nur ein bisschen Wasser. Aber in welcher Stelle? So in der Ecke. Schön. Also, das ist mir gelungen. Da kann niemand sagen. Gibt's da so Savannen? Gibt es da Savannenbäume? Ich kenne mich nicht so aus. Das muss ich gestehen. Schirmerkatze. So ein Baum. Da noch ein? Passt das? Ja, das passt. Da kommt dann so ein Häuschen. Heu. So ein Haufen. So, da bin ich mir nicht so sicher. Zwei? Ja, zwei. Gut, dann auch mit Heu nicht unbedingt. Wir haben ja schon so viel Heu. Am Reiz gibt es keine. Blau oder so Stroh. Das haben wir schon bei den Frauen. Da würde ich so abwechseln. So. Platz. So beim Gewässer. So neben Haus. So ganz viel Sagerflanengras. Das sind Gänseblümchen. Echt? Wusste ich gar nicht. Okay, so neben dem Haus, so Steine, so Besteine, was ist das? Achso, das Gelände haben wir schon. Haben so ein Becken. Okay, dann können wir die Gazellen platzieren. Weh, die haben jetzt zu wenig Platz. Okay. Ich platziere mal alle, die es so gibt. Was für über... Ah, Personal. Bisschen Personal, Zahlenentertainer, Zuführer, Paläontologe, Servicekraft, Banker, Trainer, Tierpfleger. Und halt ein Tor für. Du Pfleger da, du Pfleger, kannst du die da pflegen? Schön. Denen geht's gut. Ist das weiblich oder männlich? Weiblich oder männlich? Okay, es ist nicht. Also ist es eine Frau. Jessica? Das ist männlich, also so. Mark.
Das ist weiblich. Also Olivia. Mark. Okay, wir spielen halt weiter in der nächsten Folge. Das war die erste Folge, wo von So Tycoon 2 Ultimate Collection. Ich weiß nicht, wo das, wie das ausgesprochen wird. Also So Tycoon oder So Tycoon. Egal, das könnt ihr mir ruhig in die Kommentare schreiben, ob euch das LP, ob euch das Let's Show, ja, das ist raus, mein Channel, Let's Show, gefällt. Würde mich freuen, was ihr über konstruktive Kritik. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye!